Hi Leute, so, im letzten Video haben wir die Grundlagen über die verschiedenen Viren geklärt und was mutiert und wie alles zusammenhängt. Und jetzt können wir, wie versprochen, über Nemesis sprechen. Nemesis ist wahrscheinlich einer der, wenn nicht sogar der bekannteste Charakter aus der Resident Evil Reihe. Er ist sogar einer der wenigen spielbaren Resident Evil Charaktere in Marvel vs. Capcom, was durchaus viel über seine Popularität aussagen dürfte. Aber bleiben wir bei Resident Evil. Die Frage ist natürlich, was ist Nemesis? Wenn ihr das Vorgängervideo nicht gesehen habt, in dem die einzelnen Viren erklärt werden, empfehle ich euch, das vielleicht noch kurz nachzuholen. Ich werde es in der Infobox und in den Kommentaren und überall, wo es möglich ist, verlinken. Denn auf die einzelnen Viren oder ähnliches werde ich nicht mehr großartig eingehen. Also, Nemesis ist ein Prototyp. Und ein Einzelstück, wenn man so will. Seine vollständige Bezeichnung ist eigentlich Nemesis T-Typ. Und er ist das Ergebnis von jahrzehntelanger Forschung in Umbrella Europa. Genauer gesagt eigentlich eine Kooperation zwischen Umbrella Europa und Umbrella USA. Während Umbrella USA eine Vielzahl von verschiedenen Biowaffen hergestellt haben, die alle mehr oder weniger effektiv waren, war eins der größten Probleme die Kontrollierbarkeit dieser. Die meisten verfügten nur über geringe Intelligenz und oder waren extrem wilde Bestien. Der Ansatz, den Umbrella USA verfolgte, um das zu beheben, war, Biowaffen zu erschaffen, die sich eine menschenähnliche Intelligenz bewahren. So war es beispielsweise bei den Tyrants der Fall. Umbrella Europa verfolgte einen anderen Ansatz. Sie wollten mit Hilfe eines Parasiten, dem NE Alpha, eine Möglichkeit schaffen, wie theoretisch jedes Lebewesen, ob nun mutiert oder unmutiert, kontrolliert werden kann. Der Parasit setzt sich hierzu im Kopf seines Wirtes fest und fusioniert mit dem Gehirn. Die tentakelartigen Gliedmaßen des Parasiten durchziehen dann den ganzen Körper des Wirts. Das Problem an der ganzen Sache war allerdings, dass den Parasiten so gut wie nichts länger als ein paar Minuten beherbergen kann. Eine Probe des Parasiten wurde daraufhin an Umbrella USA geschickt. Dort versuchten William Birkin und Albert Wesker, der mittlerweile schwerst mutierten Lisa Trevor, einen NE-Alpha-Typ-Parasiten einzupflanzen. Diese widerstand dem Parasiten zwar, ihr Körper konnte sich aber so gut gegen den eindringenden Parasiten wehren, dass dieser vernichtet wurde. Dabei wurde nebenbei zufällig der Chi-Virus entdeckt. Ungefähr ein Jahrzehnt später erst wurde der T-103 erschaffen. Also die massenproduzierten Klone des T-002, des Tyrants, des Endbosses aus Resident Evil 1. Und diese waren die ersten Kreaturen, die den Nemesis-Parasiten tatsächlich beherbergen konnten. Und so wurde durch die Fusion des Ergebnisses der jahrelangen Umbrella-USA-Forschung, nämlich der T-103, und der ebenso langen Forschung an den Parasiten aus Europa, der Nemesis-T-Typ erschaffen. Ein durch den Hirnparasiten perfekt kontrollierbares und sogar noch mächtigeres Wesen, als es die T-103 ohnehin schon waren. Der NE-Alpha, das NE steht übrigens für Nemesis, daher auch der Name des Nemesis-T-Typs. Der Nemesis-Alpha, also der Parasit, um Verwirrung zu vermeiden, werde ich den Parasiten weiterhin NE-Alpha nennen und Nemesis, Nemesis, denn wenn ich den Parasiten Nemesis-Alpha nenne, dann kennt sich gar keiner mehr aus. Also, der Parasit NE-Alpha hat dem T-103, der nun zum Nemesis wurde, sogar noch zusätzliche Fähigkeiten verliehen. Die Tentakel, die Teil des eigentlichen Parasiten sind, können eine so hohe Festigkeit und Geschwindigkeit erreichen, dass sie ohne große Mühen den menschlichen Körper durchstoßen können. Das führt nicht nur zu extrem schweren Verletzungen, sondern gleichzeitig wird der T-Virus auch noch durch diese Tentakel verbreitet. Zusätzlich vermag der Parasit die Verletzungen seines Wirts zu kompensieren und durch extreme Mutationen sogar noch zu verbessern. Und das in noch viel größerem Maß, als es der T-Virus einem T-103 erlaubt hätte. Im Gegensatz zu seinen Tyrant-Vorgängern ist der Nemesis aufgrund seiner hohen Intelligenz auch dazu in der Lage, Feuerwaffen zu benutzen. Seine Aufgabe im Spiel Resident Evil 3 ist es, die überlebenden STARS-Mitglieder zu töten.
Damit diese die Machenschaften und illegalen Experimente der Umbrella Corporation nicht ans Tageslicht bringen können. Dank des Parasiten kann der Nemesis sogar organisches Material von anderen mutierten Wesen wie anderen Tyrants aufnehmen, um seine eigene Masse zu erhöhen. Die Fähigkeiten zur Mutation überschreiten die eines normalen T-103 bei weitem und gleichen fast denen einer mit dem Chi-Virus infizierten Person. Neben seiner übermenschlichen Stärke und seinen regenerativen Fähigkeiten ist wahrscheinlich seine Stabilität seine am hervorstechendste Eigenschaft. Gewöhnliche Feuerwaffen können dem Nemesis nichts anhaben und selbst Raketenwerfer scheinen in dem Fall nicht die übliche One-Hit-Kill-Waffe gegen diesen Gegner zu sein. Man sagt, dass nur Projekt Talos noch widerstandsfähiger sei als Nemesis. Aber den schauen wir uns vielleicht in einem anderen Video mal an. Auf seiner Jagd nach den sich in Raccoon City befindenden Stars-Mitgliedern und nach etlichen Explosionen und Kugelhageln wird er jedoch letztendlich doch von Jill Valentine besiegt. Soweit man weiß, tatsächlich endgültig und es wurde auch nie ein neuer Nemesis hergestellt. You want stars? I'll give you stars. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, ihr fandet das Video interessant. Was ist eure Meinung zum Nemesis, beziehungsweise noch vielmehr eure Erfahrung mit dem Nemesis? Habt ihr Resident Evil 3 damals gespielt? Seid ihr dem Nemesis persönlich begegnet? Und würdet ihr euch auch, so wie ich, echt über ein Remake von Resident Evil 3 freuen? Ich weiß, ein Remake von Code Veronica fände ich persönlich sogar noch cooler, aber das ist auch sehr viel aufwendiger und umfangreicher. Das muss man in Betracht ziehen. Aber so ein Resident Evil 3 Remake wäre doch schnell gemacht und verdammt cool, ne? Capcom, wie wär's? Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und wie gesagt, über Kommentare zum Thema Nemesis und Resident Evil allgemein würde ich mich sehr freuen. Macht's gut, bis bald.